sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Sieht das einladend aus. Und damit hier wieder beim Koali und bei The Witcher Wild Hunt. Und ja, ich habe euch jetzt mal erspart, wie wir noch quer durch den Palast gelaufen sind, um zu reisen. Deswegen hier sofort ab nach Velen und hier sind doch direkt auch schon Gegnerz, nämlich Wildhunde, wie ich das so gesehen habe. Die machen wir mal direkt mal Platz hier. Auf sie mit Gebrüll. Hab ich jetzt gar keine Waffe mit hier, oder? Na gut, dann mit bloßer Faust. Muss ja auch ein bisschen herausfordernd sein. Gerade keine Waffe ausgerüstet. Das ist krass. Ein bisschen Wasser trinken. Fängt ja schon gut an, diese Folge. So, warum haben wir jetzt hier keinen. Warum ist unsere Axt nicht ausgerüstet? So, rohes Fleisch. So, hier gibt's auch irgendwie Zeug. Ich hatte dann vorbeigelaufen gerade schon. Hier, Pintraube. Okay. Gut. Geht zur Taverne am Scheideweg. Da werden wir doch jetzt auch mal direkt mal uns hinbegeben. Mal schauen. Na, Plätze. Los, los. Auf jeden Fall sieht das hier nach einer ziemlich rauen Gegend aus. Und hier hängen überall Gehängte. Die wilde Jagd tut sie alle. Siehst du meine Muskeln? Ein Anschlagbrett. Das ist doch immer was Gutes. Da kriegen wir nämlich vielleicht was zu tun. Ja. Anscheinend kein Auftrag. Lesen wir mal alles. So, neue Markierung, nicht erkundeter Ort. Ah doch, Quest, wildes Herz. Ist zu folgen. Sprich mit dem Jäger. Okay. Ich habe irgendwie noch nicht so raus, was davon jetzt Quest ist und was nicht. Einfach muss man wahrscheinlich immer alles mitnehmen. Langsam. So, schön uns hier mal das Dorf angucken. Wie immer in dieser Welt von The Witcher sind alle immer total traurig. Alle heulen rum. Eine von jeder Seite. Die Kavallerie prescht aus dem Wald hervor. Oh, der ist ja ganz schön krass weit weg. Achso, wir haben jetzt auch das Quest geändert, ne? Alle dürfen aus dem Brunnen der Gnade des ewigen Feuers schöpfen. Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Also toll. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig.
Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Okay. Das ist nicht so weit weg. Da können wir machen. Los, los! Was für ein geiler Grafikbug gerade. Hier ist schon wieder ein Wildhund. Hallo, Wildhund. Ja, hier mit der Axt geht das doch sofort. Da ist eine Nikofrage. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengraben. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. So, muss man mal. Die zerfallen nämlich. Hier müssen wir jetzt dieses heilige Öl drüber auskippen. Eine Prise Igni. Igni. Neun Erfahrungspunkte. Gibt's denn hier sonst noch irgendwas Tolles? Anscheinend nicht. Okay, da unten ist noch ein Wildhund. Was jetzt, du Schildkrein? Aua! So. Auf zu Plötze. Auf zum Plötzen mobil. Und los, lauf! Los, lauf, genau. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Irgendwie kann sich aber die Anzeige hier nicht entscheiden, in welche Richtung sie mich richtig schicken will. Da sind da noch zwei Gräber offen. So, hier. Hallo, Ghule. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. So, die haben sich ja nicht sonderlich gewehrt. Schön hier Öle. Eine Prise Igni. Mal schön dem Priester helfen hier. So, obwohl die Kirche ja hier in diesem Spiel wie in so vielen Spielen ja nicht gut wegkommt. So, wo ist denn Platz überhaupt? Guck mal her. Das ist jetzt nämlich bis zum dritten bis zur dritten Leiche ist das etwas weiter weg. Da muss man schneller reiten. Quer durchs Dorf, ne? Ah. Ah. Heute hab ich ein Stück Brot bekommen. Boah, du hast ein Stück Brot bekommen? Wahnsinn. So, hier geht's lang. Okay. Hilf mir! Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Scheiße. Einer lebt. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen,
Nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ja, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Ja. Nice. Eine Prise Igni. Ich verstehe zwar nur nicht ganz, warum der Priester hier die Beweise beseitigen soll, wenn er noch Ghule und Nekrophagen sich in den Leichen zu schaffen machen, wird die Beweise eh vernichtet. Oder sehe ich das falsch? Naja. So. Blitze. Ach ja. Ja. Dann gehen wir mal zum Priester und fragen den einfach mal. Der ist jetzt ein ordentliches Stück weit weg. Aber jetzt auch nicht so weit weg, als dass wir uns das nicht mit Plötze hier erarbeiten könnten. Schon wieder ein Wildhund. Wildhundrudel. Die lasse ich jetzt mal in Ruhe. So, hier geht's auf die Straße. Schön Pferdeausdauer sparen, weil wenn wir auf der Straße heiraten, klar. Wenn wir auf der Straße reiten, dann verbraucht Plötze keine Ausdauer und regeneriert sogar. Das ist mir ganz, ganz nice. Außerdem müssen wir nicht steuern auf der Straße. Das ist ganz nett. Ja, das hat was. So. Nur blöd an Abzweigungen. Oh, was geht denn langsam, da? So eine Not. Ich reiß dir den Schädel ab und jetzt in deinen Hals. Wie ein Mann! So. Oh, der eine ist noch. Oben. Die sind auch noch ein bisschen stark für mich hier. Schutzschild brauchen wir jetzt wahrscheinlich. Und Donner. Regenerieren. Und der kommt mir nicht nach, das ist ganz gut. Anführer der Deserteure. Boah, der hat sich auf das Pferd gesetzt. Der Sack. Komm her. Den Hammer. Noch mal ein bisschen Donner hinterher. Ah, den kriegen wir aber, der ist nicht so stark, dass wir ihn nicht kaputt machen können. Okay. Und jetzt haben wir noch den. So, den kriegen wir auch. Der ist zwar hier noch zu stark eigentlich für uns, aber... So, auf der linken Seite sind noch welche. Banditen auf dem Pferd. Was jetzt? Warum haben wir... Jetzt wieder ein Schwert. Okay. Puh. Jetzt haben wir alle unseren Donner verbraucht. Da scheint auch noch einer über zu sein.
Käfigschlüssel, okay. Assassinenstiefel. Irgendwie gerade ein Langschwert. So, hier, Jung, Kaufmann. Öffnen wir erstmal. Nu? Ach, da ist noch einer über, ne? Bevor der nicht tot ist, kommt der Ramste nicht raus, oder was? So. Kommst du jetzt raus? Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Okay. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Das ja nicht. Hat er bestimmt Waffen, wenn er Waren für die Armee hat. Streitkolben. Mal hier. Ein Schwert. Nee, sonst nichts mehr hier. Irgendwie in Waren oder sowas. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir da gekriegt haben. Schlechter. Das stumpfe Beil ist besser als unser Handbeil. Alles nur Crap. Ah, hier die Uniform-Kacke da, die ist so, das Beil können wir austauschen. Oh, ein stumpfes Beil ist besser als unsere Waffe, das ist irgendwie peinlich. So ein bisschen. Naja. So, es ist nicht mehr weit. Wir laufen das zu Fuß, den Rest. Schrecklich, diese Gebühren. Das hier schöne hat sie festgelegt. Oh, hier gibt's auch noch ein Quest. Wer von euch hat denn hier das Quest? Du nicht? Du hast einen. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ich glaube, du gibst mir einfach so einen Rabatt. Ja, gute Idee. Der Rabatt ist dein, mein Freund. Schon besser. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Hat sich schon gelohnt, dass du nicht gegen einen Skillen. So, hier ist der Händler, den wir befreit haben. Gucken wir doch mal an, was er so hat. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Vertickt nehmen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß, den wir hier haben. Die ganze Nobelkleidung braucht kein Mensch. So, und er hat auch wirklich aber nur Scheiße im Angebot. Hier. So, hier, leere Flasche. Na. Für Alchemie-Sachen ist das ein bisschen halbwegs zu gebrauchen. Naja, schade, schade. Leb wohl. So.
bisschen meditieren könnten wir mal. So, damit sich unsere Reserven wieder auffüllen. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, was dieser komische Priester jetzt zu sagen hat. Hallo, Priester. Ich behalte dich im Auge. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Der redet auch schon so ein bisschen stoned. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Hm. Was zahlt er denn? Abgemacht. Nimm dies und geh mir aus den Augen. Oh. 60 Kronen. Naja. So, geht zur Taverne am Scheideweg. Ja, da gehen wir jetzt eigentlich auch mal hin. Hier. Ah. So. Ich wollte eigentlich Plätze rufen. Falsche Teste. So. Ja. Komm her, Pferdchen. Heya! Das Pferdchen hieß, glaube ich, das Ding, das Reitpferd von Ciri, ne? In den Büchern. Hey. Ich glaube, so war das. Wenn ich mich richtig erinnere. So. Ach, na gut, komm her. Gibt ja alles Punkte, ne? Weiter Richtung Taverne am Scheideweg. Und zwar auch ordentlich was zu tun. Die Armee ist unterwegs hier. Oh, ein Bär. No Bär. Na, steig ab, Geralt. Und stell dich dem Bär. Und jetzt geht's dem Bär in den Kragen. So. Monsterhirn. Der Bär hatte Monsterhirn. Hier, Klötze. Warum läufst du von mir weg? Ich tu dir noch nichts. Ah, und schon wieder Wildhunde. Einige davon sehen ganz schön eklig aus. Rohes Fleisch. Rinderteig. Da vorne ist noch einer. Ein bisschen hier Pflanzen einsammeln. Komm schon! Und hier, oh, es geht ein Monster nach dem nächsten hier. Ertrunkene. Schön in zwei Sachen, zwei Hälften geteilt.
Zack. So. Er wartet bestimmt schon sehnsüchtig darauf, was uns denn jetzt in dieser komischen Taverne erwartet. Dann müssen wir uns doch jetzt langsam mal... Also wir werden hier ständig von irgendwas abgelenkt. Was tust du da, Geralt? Ulkig. Naja. Da oben geht's. Ein Fremder, dort drüben habe ich ihn gesehen. Ein Fremder, ja. Jakob, Hanna, nach Hause. Los, hör auf! Ich nehme sie nicht auf, wir leben. Ihr Gekrieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Hier gibt's Quests. Wir bedecken das Blut mit Sand. So. Ja, die Taverne sieht ja schon mal ganz einladend aus. Ist denn hier hinten noch irgendwas? Noch eine weitere Tür, okay. Gut, gut, dann reden wir mal mit dem Wirt. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus! Ich habe noch nicht ausgetrunken. Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hab ich gar nicht, ich habe eine Axt und ein Schwert. Hey, Grauhaar! Blind sind sie auch noch. Warum hast du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Na dann. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay. Tatsächlich, schauen wir uns mal um. Hast du eine junge Tochter, Opa? Das weiß ich. Kannst suchen, wo du willst. Eines Tages kannst du sie nicht mehr verstecken. Hörste?
Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fängt. Das war's schon? Okay. Nee, hast du nicht? Das ist alles. Ich schwöre beim Grab meines Kindes. Ist das? Ihr nützt niemandem was, wenn ihr verhungert. Plätze möchte nicht von deinem Futterstand weg. So, dann gehen wir noch mal gucken. Ja, Heidfelde. Jetzt hier plötzlich nicht. Ein bisschen manchmal ist das ja aber auch buggy, ne? Wir schwimmen einfach hier rüber. Geht alles zu schneller querfeld ein hier. So, und schön plötzlich übers Wasser teleportiert. Na komm. Ah, diese Steuerung. Schön ist sie. Ja, ich liebe schneller. So. Ich bin ja schon weg. Ich will doch nur nach Heidfelde. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Der Nebel. Weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich, es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Ah!
Verdammt! Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Ja, und dann beim nächsten Mal werden wir dann feststellen, was denn in der Hütte noch irgendwie zu finden ist. Weil irgendwas müssen wir hier noch finden. Sonst haben wir uns unsere Hinweise mal ins Leere geführt, ne? Naja, bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali. Tschüss.